Dann kann ich euch auch zur Pressekonferenz vor unserem Spiel beim SV Darmstadt 98 am Freitagabend um 18.30 Uhr begrüßen. Begleiten werden uns 1667 KSC-Fans. Der Gästeblock ist somit ausverkauft und es wird keine Tageskasse geöffnet werden. Alle sportlichen Infos wie die Verletzten zum Beispiel und so weiter und so fort gibt es wie immer von Christian Eichner. Ja, hallo nochmal an alle zusammen hier. Ja, relativ kurze Woche gehabt. Man hatte irgendwie so den ein oder anderen Tag länger nochmal das Bielefeld-Spiel im Kopf und gleichzeitig musste man sich bewusst machen oder hat sich bewusst gemacht, dass es zwei Tage später schon wieder weitergeht in Darmstadt. Ist, glaube ich, aber auch ein Stück weit normal, wenn man nochmal an den Spielverlauf des Bielefeld-Spiels dann auch zurückdenkt. Personell ist es so, dass Marcel Franke zurückkehren wird, auch in die Startelf zurückkehren wird nach seiner Sperre gegen oder aus dem Nürnberg-Spiel, sodass wir da auch wieder einen Mann mehr dazu bekommen haben. Bei Leon Jensen müssen wir zur Stunde noch abwarten. Er wird vor dem normalen Mannschaftstraining schon mal ein leichtes Antesten haben, inwiefern es sinnvoll ist, ihn dann ins Mannschaftstraining mit reinzunehmen. Und dann werden wir einen großen Strich drunter machen und schauen, wie viel Sinn das dann auch macht, dass er morgen dabei ist, in welcher Form auch immer. Sodass aktuell neben Dana Shocknessy und Tim Breithaupt, ich hoffe, ich habe dann keinen vergessen, wir wieder einen vollen Trainingsplatz haben. Auch Kyung-Rok Choi hat das Training wieder aufgenommen. Wird jetzt aber noch kein Thema für morgen in Darmstadt sein. Dann freue ich mich auf eure Fragen. Gerne wieder per Handzeichen. Da kommen entweder Lara oder Jan mit dem Mikro. Dann macht die BNN mit Marius Bücher einmal mehr den Anfang. Ja, Christian, nochmal zum Personal. Vorne müsst ihr auf Mikkel Kaufmann verzichten, genau die Gelbsperre. Wie sehr schmerzt es gerade in dem Spiel gegen den starken Gegner, wo man sicherlich auch vorne laufstarke Spieler braucht? Und wie gedenkst du das aufzufangen personell? Ja, zunächst mal danke, den hatte ich tatsächlich vergessen. Ja, das ist ein herber Verlust für uns. Das ist ganz klar, weil Mikkel einfach eine fantastische Rückrunde spielt bisher und sich mega entwickelt hat die letzten Wochen und Monate und in einem richtigen Flow ist. Jetzt nicht mal, dass er jetzt jede Woche trifft, sondern einfach von seinem Gesamtpaket, was er anbietet. Wir versuchen uns immer die Frage zu stellen, was wir dann verlieren dadurch. Um auch zu überlegen im Gesamtpaket mit dem Spiel, das wir erwarten vielleicht. Und aus diesem Paket werden wir versuchen, da eine Entscheidung zu treffen, die dann auch fürs Spiel, zumindest mal auf der Papierform her, nachvollziehbar ist. Und dann müssen wir immer wieder abwarten, wie das Spiel dann auch läuft. Aber was die Mannschaft in den letzten Wochen sehr, sehr gut gezeigt hat, ist, dass sie immer wieder diese Dinge sehr, sehr gut weggesteckt hat, die Jungs, die reingekommen sind, absolut ihre Leistung gezeigt haben und deswegen wird es morgen wieder jemand anderes sein, der im Optimalfall ein gutes Spiel machen wird. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass wir nicht beide Stürmer dann auch wieder ersetzen müssen, sondern Fabian Schleusner nach der Krankheit ja diese Woche das Training auch wieder aufgenommen hat, sodass wir da eine Möglichkeit haben, zum einen über Gudu ihn wieder beginnen zu lassen, aber auch Tim Rossmann, Malik Batmat, Simone Rapp. Also wir sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs, genug Möglichkeiten haben, um diese zweite Sturmspitze dann auch aufs Feld zu bringen. Gibt es weitere Fragen? Carsten Kitter von KA News. Ja, Christian, auch eine Personalfrage. Anderes Ende vom Spielfeld. Hast du dich schon entschieden, wer neben Marcel Franke in der Innenverteidigung spielen wird? Und Frage Nummer zwei, ihr habt jetzt 39 Punkte. Habt ihr euch schon ein neues Ziel für die Restsaison gesetzt? Ich beginne mit der zweiten Frage. Nein, haben wir uns nicht, weil wir rechnerisch noch nicht die Liga gehalten haben. Da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber das war natürlich ein Big Point nochmal am Sonntag, wie so viele in der Rückrunde. Das war aber auch notwendig.
Aber solange das rechnerisch nicht möglich ist, werde ich auch keine Gratulation oder Sonstiges annehmen. Das haben schon die ein oder anderen versucht in den letzten Tagen und sind dann leider bitter enttäuscht worden von mir. Da bin ich einfach ein bisschen eigen vielleicht. Deswegen erübrigt sich die Frage nach der Zielsetzung. Das Ziel, was wir haben, vielleicht kann ich so viel sagen, ist, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, in der wir in der Vorrunde lediglich einen Punkt geholt haben. Also glaube ich, haben wir Zielsetzung genug, das deutlich besser zu machen, als in den Phasen beginnend mit dem Darmstadt-Spiel hier im Oktober, glaube ich. Den Platz neben Marcel Franke, habe ich mich wirklich noch nicht entschieden. Ich bin aber froh, dass ich da Möglichkeiten habe, um da eine gute Entscheidung zu treffen. Und die wird auch gut sein. Völlig wurscht, wer da am Ende dann auf dem Spielfeld stehen wird, weil wir richtig gute Jungs haben auf der Position. Ich habe es gerade einem Kollegen auch gestern oder vorgestern gesagt, vor dem Bielefeld-Spiel war die personelle Situation sogar so, dass man dann auch wieder an Daniel Gordon und an Florian Ballas sogar gedacht hat, zwei Jungs, die jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen hatten von uns. Und daran sieht man, glaube ich, auf der Position, dass wir dieses Jahr extrem viele Wechsel hatten. Das hat uns dann aber auch den Vorteil gebracht, dass wir, glaube ich, alle möglichen Konstellationen schon mal hatten. Und ganz egal, wie das dann morgen aussieht, haben die beiden Jungs schon öfters zusammengespielt und werden morgen Abend auch wieder ein gutes Spiel zeigen. Dann Nils Bohl als nächstes von der DPA. Also in der Innenverteidigung ist es mir relativ klar, aber so im Sturm, was würde denn da für die einzelnen vier Optionen, die du da genannt hast, was würde dann für wen sprechen, jetzt im direkten Kontext zu Darmstadt? Ja, für Budu ist sicherlich die Tatsache, dass ihm ein zweites Spiel in Folge grundsätzlich einfach auch gut tun würde, um weitere Abläufe reinzubekommen, um dann auch, die Jungs sind ja da immer ähnlich, Vertrauen ist ja da ein sehr, sehr wichtiges Wort, das sich dann über Einsatzminuten dann auch definiert, um da weiter dann auch Vertrauen wachsen zu lassen. Ich kann das nur nochmal wiederholen, ich war im Gesamtpaket mit ihm total einverstanden, habe aber auch Verständnis, wenn vielleicht jemand, der die Spielleistung bewertet, vielleicht sagt, ah, da ist noch Luft nach oben, das ist ja klar, aber wir als Trainer müssen ja immer wieder auch so ein paar Zutaten komplett für eine Spielleistung mit reinnehmen oder eine Bewertung der Spielleistung. Und vor ein paar Wochen haben wir uns bei ihm noch darüber unterhalten, wie viele Minuten hat er schon im Tank. Und deswegen, wenn ich da alles zusammennehme, war das anständig für mich. Bei Malik Badmaz und bei Tim Rossmann sind es eher Aspekte wie Geschwindigkeit vielleicht und Umschaltmöglichkeiten, die vielleicht eher dem Spielertypus Mikkel Kaufmann so ein bisschen näher kommen, was diese Attribute anbelangt. Und Simone Rapp bringt die Körpergröße natürlich mit und bringt Dinge mit, die bei Standards natürlich sehr, sehr wichtig sein können, weil der Gegner auch in dem Bereich sehr, sehr gut ist, allein aufgrund der körperlichen Größe dann auch auf der einen oder anderen Position. Aber das war ja so ein bisschen der Hintergrund auch, wenn du einen Kader baust, dass du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Und das hat sich jetzt beispielsweise im Braunschweig-Spiel und jetzt letzte Woche bei Simone Rapp gezeigt, der wenig Einsätze von Beginn an hatte, der aber einen Bereich abdeckt, der in der Liga einfach wichtig ist, für bestimmte Momente dann auch ein Spieler zu sein, um mit seiner Körperlichkeit und Körpergröße dann auch ein Zweitligaspiel eine Wende zu geben. Und deswegen, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Breite im Kader auf der Position und die haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch schon im Gesamtpaket auf dem Feld gehabt. Dann Julian Linder von der Neuen Welle. Christian, kannst du gerade mal was über Darmstadt sagen, Tabellenführer? Was erwartest du da morgen für ein Spiel 18:30? Ja, zunächst mal empfinde ich es einen tollen Freitag, wenn ich sehe, was noch für ein Spiel ist. Ich glaube, da sind dann schon zwei interessante Spiele im Programm. Absolut verdienter Tabellenführer. Aus der Ferne, auch wenn es nicht so weit weg liegt jetzt für ein Auswärtsspiel, als Außenperspektive eine absolute Mannschaft,
die gespickt ist mit vielen verschiedenen Facetten, die es benötigt, um am Ende einer der beiden Plätze zu belegen. Und was mir an der Mannschaft einfach gut gefällt, neben allen fußballerischen Dingen, die sie bedient, die ich jetzt auch aufzählen würde, sodass es Thorsten wahrscheinlich dann ärgern würde, weil ich die Mannschaft so gut beschreiben würde, das mache ich da nicht, ist es, dass sie für mich richtige Typen auf dem Feld haben. Und das auf verschiedenen Positionen. Und das macht, glaube ich, die Mannschaft im Gesamtpaket dann auch nochmal so besonders, egal im Sturm, unterschiedliche Typen und wirkliche Typen, die mit ihrem Körper arbeiten, die wenn du so das Spiel anschaust, die erst Ruhe geben, wenn das Ergebnis für Darmstadt ausfällt. Ein paar erfahrene Typen auch, wie Kempe im Mittelfeld beispielsweise, mit Standards und so, im Tor ein total positiv Verrückter, den ich noch von ganz früher aus meiner aktiven Zeit auch kenne, der sich riesig entwickelt hat. Und ich glaube auch, das Drumherum ist eine extrem große Herausforderung für uns morgen. Aber auch ein absoluter Grund, sich total darauf zu freuen. Und das habe ich der Mannschaft angemerkt, dass sie sich darauf freut, auf diesen Gegner morgen und auf dieses Gesamtpaket. Und es waren immer total spannende Spiele gegen Darmstadt auf einem sehr ansprechenden Niveau auch. Und darauf freuen wir uns morgen. Dann gleich die nächste. Ich würde gleich nachlegen. Was benötigst du denn dann, Christian, diese Typen morgen zu schlagen und 3 Punkte mitzunehmen? Eine Leistung am Anschlag. Das ist absolut klar. Auf jeder Position müssen wir morgen ans Optimum kommen, dürfen uns zu keiner Zeit irgendwas erlauben. Wenn man an das Spiel gegen Heidenheim denkt, da war mehr oder weniger eine Halbzeit lang vieles in dem Bereich, bis auf die letzten 5 bis 7 Minuten. Und die wiederum haben gezeigt, die reichen aus, um so ein Zweitligaspiel gegen so einen klasse Gegner dann auch komplett auf den Kopf zu stellen, um dann in der zweiten Halbzeit auch kaum mehr einen Eintritt ins Spiel zu bekommen. Und das dürfen wir uns morgen nicht erlauben. Wir müssen die Spannung hochhalten. Wir dürfen uns auch auf die angesprochene Klassenerhaltssicherung, die darf nicht in den Kopf reimen, weil die würde dazu führen, vielleicht, dass so ein bisschen genau es in dem einen oder anderen Punkt fehlt, der genau extra notwendig ist, um so ein Spiel zu gewinnen. Also du brauchst Spannung, du brauchst Galligkeit und Gier, du musst Dinge aushalten können und du musst deine eigenen stärken. Und ich glaube, da haben wir auch einiges zu bieten, musst du mitten in den Bus packen. Und dann erhoffe ich mir, dass wir am Ende 2 Trainer auf der PK sitzen haben, die beide von einem guten Zweitligaspiel sprechen. Was am Ende rauskommt, werden wir sehen. Dann auch noch die dritte hinterher. Jawohl. Ist Ansporn auch vielleicht das, dass ihr mit dem Programm, was jetzt noch kommt, also Darmstadt, Düsseldorf und erst später St. Pauli, aber noch gegen Mannschaften spielt, die ihr noch ein bisschen ärgern könnt, gerade wenn es darum geht, weil die ja diejenigen sind, die noch aufsteigen können in Liga 1? Nein, aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, man denkt mal vor 2 Jahren, wo wir hier zum Schluss Holstein-Kiel hatten beispielsweise, dass man sich in diesen Spielen immer wieder darauf verlassen konnte, dass selbst wenn man ein Ziel schon erreicht hatte damals, dass wir mit dem maximalen Anspruch und Intensität etc. ins Spiel gegangen sind, das Spiel für uns zu entscheiden. Weil das ist das einzige Ziel und den Anspruch, den wir haben werden, das in jedem Spiel auf den Platz zu bekommen. Und ich glaube, darauf hat sich die Mannschaft oder die Zuschauer und die Fans von uns zunächst mal in den letzten Jahren immer verlassen können. Und glaube ich, wir hatten nie damit zu tun, dass vielleicht mit Aspekten die Luft ist schon raus oder sonstiges, weil da gibt es 3 Typen im Trainerbüro, die werden da das größte Problem damit haben und werden da auch einschreiten. Deswegen wird sich darauf jeder verlassen können, egal welche der Namen du da angesprochen hast, dass wir da maximal versuchen, die Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Und ich glaube, das ist Anspruch genug mit dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, dass wir nur einen von 18 geholt haben. In einem anspruchsvollen Programm, ja. Auch in einer Phase, wo je länger die Vorrunde dann ging, wir auch leistungsmäßig nicht mehr an unser Optimum kamen. Gerade in dieser englischen Woche mit Kiel, Lautern
und auch St. Pauli, die drei Spiele davor, fand ich leistungsmäßig total in Ordnung. Nur waren die Gegner auf einer sehr hohen Schaffenskraft auch schon damals. Deswegen glaube ich, wenn man mir zugehört hat, hat man da gemerkt, dass wir auch da eine gute Mitte gefunden hatten zwischen Ergebnis und Leistung. Und so wird es bei uns immer sein. Gibt es denn noch weitere Fragen? Dann Marius Bücher nochmal. Nochmal eine Frage zum Personal. Wenn es denn so kommen sollte, dass Leon Jensen nicht spielen kann, was sind da so deine Gedanken, wie du das auffangen könntest im Mittelfeld dann? Wir hätten sicherlich die Möglichkeit, das 1:1 zu ersetzen mit beispielsweise Lucas Cueto. Der haben wir ja auch schon öfters gesprochen, den du als Trainer eigentlich für seinen Fleiß gerne öfters belohnen würdest, aber so seine Optimalposition ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Monaten, da sich die Mannschaft in dieser Raute einfach sehr, sehr gut wiedergefunden hat und sich einfach auch wohlfühlt. Gibt aber auch natürlich Möglichkeiten, in der Systematik oder in der Verteilung der Spieler auf dem Feld eine Änderung herbeizuführen. Muss ich aber auch zugeben, da ist es jetzt aktuell noch zu früh, weil ich erstmal abwarten will, wie es mit Leon ist. Für wen entscheiden wir uns als zweiter Innenverteidiger? Wer ist der zweite Stürmer? Gibt es einen zweiten Stürmer? Also das sind schon noch ein paar offene Fragen, die wir jetzt erst noch bearbeiten würden. Aber das sind, sagen wir, grundsätzlich Möglichkeiten, die wir haben. Und personell, wenn es einen zweiten Stürmer gibt, haben wir ja auch ein paar Namen genannt. Also gibt noch ein bisschen was zu tun für uns. Dann scheinen wohl alle Fragen beantwortet. Da kommt noch mal eine Meldung von Carsten Kitter. Ja, Christian, noch mal zum Thema Sportgeschäftsführer. Der Präsident hat ja jetzt die Woche gesagt, dass man sich da Zeit lässt und da überhaupt gar keinen Druck hat. Mich würde mal interessieren, wie viel Mitspracherecht du da bei der Suche nach einem Nachfolger hast. Schließlich geht es ja da um deinen direkten Vorgesetzten, sag ich mal. Den einzigsten Austausch, den ich in diesem Bereich hatte, war im Endeffekt rund um dann die Freistellung oder Abberufung von Oliver Kreuzer dann in den Tagen danach, wo so ein bisschen die weitere Vorgehensweise besprochen wurde oder abgesteckt wurde und wo dann eigentlich auch kommuniziert wurde, dass es jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 2-3 Wochen da schon eine neue Lösung gibt, aber sicherlich auch in Aussicht gestellt wurde, dass wir oder ich jetzt als Trainer da logischerweise auch mit ins Boot gehe, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Form eine Entscheidungshoheit oder Sonstiges genieße, weil das nicht mein Aufgabengebiet ist. Aber ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man dann, wenn man irgendwie in eine finale Phase kommt, dass man da als Trainer dann auch ein Stück weit mitgenommen wird, weil das ist ja ein Duo dann wieder, das eigentlich Tag und Nacht zusammenarbeitet, Stürme durchstehen muss, hoffentlich auch ein paar Siege feiern kann, aber das ist im Fußball immer leichter auszuhalten als die Stürme. Und deswegen werde ich da sicherlich mitgenommen werden in einem gewissen Rahmen. Aber die Entscheidungshoheit, und das sollte logischerweise auch so sein, liegt im Beirat. Dann hat sich auch Nils Bohl nochmal angemeldet. Möchte ich auch noch mal gerne einhaken. Wäre es dir als Christian Eichner lieber, wenn du dich mit dem Christian Eichner darüber unterhältst, welcher Spieler denn jetzt eigentlich super wäre? Oder ist es dir lieber, wenn du dich so mit jemandem wie dann mit dem Olli unterhältst oder unterhalten hast und der vielleicht ganz anderer Meinung war? Ich glaube schon, dass ich ein guter Gesprächspartner wäre. Da man mit mir, glaube ich, sich ganz gut unterhalten kann und auch Spaß haben kann. Nochmal, ich bringe mich da zu 100% ein, bringe mich jetzt logischerweise als sportlicher Kopf einer Zusatzaufgabe genauso mit ein, nehme mir da meine Vorteile, die diese Situation einfach auch logischerweise bietet, noch mit raus, dass du da natürlich noch mehr an der Verantwortung bist, dass du vielleicht noch mehr eigene Dinge mit einbringen kannst, ohne dass ich das vorher nicht konnte. Also das sollte man daraus nicht schließen, ganz im Gegenteil. Es war halt noch klarer abgesteckt und diese Punkte, die Oliver dann logischerweise noch vermehrt übernommen hat oder hauptsächlich übernommen hat,
die liegen jetzt zu teilen dann logischerweise auch noch auf meinem Schreibtisch. Aber nochmal, ich bin da total entspannt. Ich kann ein paar Dinge jetzt mehr lernen in den Bereichen, die ich bisher jetzt nicht so beackert habe. Habe überhaupt nicht das Gefühl, dass momentan irgendwas darunter leidet. Die Mannschaft ist total gut versorgt, wie vorher auch. Es sind einige Telefonate mehr, logischerweise ist es ein bisschen viel mehr Arbeit, aber gibt ja da auch ein paar gute Dinge, die man da dann weiter mit auf den Weg bringen kann. Und deswegen bin ich da aktuell total zufrieden und auch einverstanden. Und bevor die Frage kommt, muss ich euch leider enttäuschen, zu Lars gibt es nichts Neues. Dann Hans Pfeil, sehr gerne. Wäre auch nicht geplant gewesen. Die Frage ist nur, wie weit könnt ihr in der jetzigen Taskforce die Kaderplanung vorantreiben? Eventuell bis zu 100%? Oder wartet ihr darauf, dass noch irgendwas in der personellen Besetzung der Geschäftsführerposition passiert? Wir können da zu 100% Entscheidungen treffen und sind auch bereit und eigentlich auch jetzt eher wieder so in der einen oder anderen Situation, das darf man ja nicht vergessen, sind die Bälle ja verteilt. Die Bälle müssen jetzt aber wieder retourniert werden. Wenn man ans Tennisspiel denkt, dass die Spieler beispielsweise jetzt natürlich Feedback geben müssen, um diese Dinge dann weiter auf den Weg zu bringen. Aber dadurch, dass jetzt auch klar ist für uns, dass das jetzt relativ kurzfristig sich auf der Position nichts verändert, ist es so, dass wir in dieser Gruppe absolute Möglichkeiten haben, die Dinge dann auch zu Ende zu bringen, weil sonst wäre das auch nicht gut. Was anderes wäre es sicherlich, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wüssten, übermorgen kommt ein Nachfolger von Olli, dann wäre ich auch so, dass ich sagen würde, wir stehen mal kurz noch auf die Bremse, weil dann würdest du natürlich den Nachfolger komplett auch schon mit einbeziehen wollen, weil dann wäre es ja wiederum eine etwas andere Grundsituation. Und so ist es momentan eine andere und deswegen werden wir da eher aufs Pedal drücken, als irgendwo irgendwas bremsen. Dann hat sich Harald Linder noch angemeldet. Wenn wir schon bei der Diskussion sind, du sagst, ja, der Präsident sagt, es hat Zeit mit dem neuen Sportgeschäftsführer. Du sagst, ihr habt Entscheidungsbefugnis, was Vertragsverlängerungen oder neue Verträge anbelangt. Ja. Kann ja passieren, dass ihr den Kader zusammengestellt habt und dann kommt ein neuer Sportgeschäftsführer und sagt, es ist eigentlich gar nicht den Kader, den ich zusammenstellen wollte. Das kann ja auch passieren. Kann es nachvollziehen, total. Da sind wir ja auch immer offen und ehrlich. Aber ich glaube jetzt einfach mal, wenn das noch ein bisschen dauert und da kommt dann jemand, dann sollte sich derjenige, und das glaube ich auch, dessen bewusst sein, dass er erst zum Zeitpunkt X kommt, wo, keine Ahnung, fiktiv, wir nehmen jetzt mal diesen 1.7. an, der ja oft im Fußball so ein bisschen als Vertragslaufzeit dann auch genommen wird. Dann kommt er am 1.7. und dann wird sich der Nachfolger schon bewusst sein, dass wir dann den Kader schon beisammen haben. Dann greift allerdings ein Punkt, der im Fußball sehr, sehr wichtig ist, wenn man zusammenarbeitet. Und das ist etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und das ist beim KSC der Fall. Und kann jetzt nur für meine Phase immer sprechen, dass man Dinge im Guten wie im Schlechten durchsteht. Und dann sind es ja Aspekte, die uns dann in dem Fall nicht helfen, sondern uns hilft dann die Zusammenarbeit, uns hilft dann dabei, dass man sich austauscht darüber. Und da bin ich einfach total optimistisch, auch wenn ich weiß, dass das natürlich eine Situation ist, die diesen zeitlichen Ablauf logischerweise jetzt zu so einer Frage bringen kann. Aber ich kann nur das sagen, was ich weiß, dass wir hundertprozentiges Vertrauen haben, dass wir ja auch als Trainerteam im Voraus immer auch schon in Dingen damit involviert waren. Das ist ja selten eine One-Man-Show, dass der Olli Spieler holt und sagt dann zum Trainer, so, mit denen arbeitest du jetzt, sondern so läuft es ja nicht.
Das war ja schon vorher immer ein Miteinander, wo jeder seine Facetten mit eingebracht hat. Aber klar ist, die Verantwortung, und der muss man sich auch stellen, und die stellen wir uns auch, die hat der Trainer wahrscheinlich vordergründig jetzt mal in der Kaderzusammenstellung für das neue Jahr in Zusammenarbeit mit den Jungs, die da noch in der Taskforce drin sind. Aber es ist im Fußball so, einer steht dann ein bisschen mehr im Wind als der andere. Aber ich habe eine gute Winterjacke, keine Sorge. Dafür sorge ich dann schon, wenn es mal stürmisch wird. Genau. Dann Nils Bohl nochmal. Nachdem wir uns ja vorab schon über den Gegner unterhalten haben, kann ich jetzt auch noch eine Frage nachschieben, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Und zwar ist es, der Präsident hat gesagt, dass die, also, oder hat uns das sich so positioniert, dass er gesagt hat, es sind zu wenig Transfererlöse aus den letzten Spielerverpflichtungen hervorgegangen und das müssen mehr sein in der Zukunft. Das würde ja nach meiner Überlegung dazu führen, dass man eine höhere Fluktuation hätte, weil man ja Leute dann vielleicht früher vor dem Vertragsende verkaufen müsste und dadurch diese Erlöse generiert. Ist das auch was in deinem Sinne dann ist? Sagst du, das kann ich hinnehmen, wenn ich dann vielleicht in der nächsten Saison dafür mehr Kohle zur Verfügung hätte? Oder ist das etwas, was dir eigentlich gar nicht so entgegenkommt? Ja, ich kann folgen. Ich überlege nur, dass ich es auch nachvollziehbar dann beantworte. Ich glaube, es ist wie bei allem im Leben. Wir brauchen in allen Bereichen eine gute Mischung. Und da ich ja jetzt gerade so ein bisschen zumindest für die öffentliche Darstellung beide Positionen vermehrt bekleide, also die als Trainer sowieso, aber auch ein bisschen in die andere Rolle reingehe, ist es natürlich total interessant, dass es manchmal auch unterschiedliche Blickwinkel gibt, auch bei mir jetzt aktuell. Es ist so, dass wir sicherlich versuchen werden und die Möglichkeit hätten wir ja auch in der Vergangenheit gehabt, Transfererlöse zu erzielen. Und wir müssen uns dann immer wieder auch gut darauf vorbereiten, dass wir dann auch in der Lage sind, dann in diesen Momenten dann auch, wenn es mal kurzfristig passiert, dann auch logischerweise dann auch eine Abwägung hinzubekommen. Verlieren wir zu viel Sportlichkeit im Verhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten, die wir dann da vielleicht einnehmen? Wenn wir an das Beispiel von Tim Breithaupt im Winter denken, da war einfach nicht die Notwendigkeit zwingend da, den Spieler zu transferieren und daneben auch die Tatsache, dass er einen riesengroßen sportlichen Wert einfach gehabt hat. Und trotzdem werden wir versuchen, in Zukunft immer wieder natürlich auch in diesem Bereich Transfers zu tätigen, die dann sich so entwickeln können, wie es Tim jetzt aus dem eigenen Nachwuchs geschafft hat, um dann auch immer mal wieder einen Transfer zu tätigen. Auf der anderen Seite wird es aber auch Situationen geben, wo vielleicht dann der Trainer sagt, auf dieser Position haben wir einen total tollen Konkurrenzkampf. Da könnten wir vielleicht alterstechnisch etwas machen, aber die Grundsituation ist sportlich so zufriedenstellend, dass man dieses Thema vielleicht nochmal schiebt. Und das sind einfach total unterschiedliche Situationen, wo wir schauen müssen, auf welcher Position macht es vielleicht Sinn, diese beiden Gedanken, die ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch war, zum einen Werte schaffen, zum anderen auch diesen Nachwuchstopf immer zu füllen, beides zu bedienen. Mal nebenbei gesagt, der Nachwuchstopf, der ist ganz gut bedient worden von den Spielern, dieses Jahr und auch letztes Jahr. Also da muss man eher danach schauen, dass man den aufrechterhalten kann, wenn es vielleicht zu Veränderungen kommt in dem Bereich. Und da müssen wir immer wieder sehr, sehr ehrlich zueinander sein. Und das sind wir. Und dann auch immer wieder gut abschätzen, was ist sportlich wichtiger vielleicht als der andere Bereich. Und wo können wir vielleicht sagen, da zahlen wir eher in diesen Bereich oder in diese Bereiche ein, die in Richtung Entwicklung des Clubs gehen. Und ich versuche da immer transparent zu sein, versuche die Dinge auch darzustellen. Und alles entscheidend ist aber am Ende, dass der KSC in der zweiten Liga spielt. Das ist alles entscheidende Kriterium.
Und das haben wir in den letzten Jahren gut geschafft. Und ich glaube, dass wir auch immer mal wieder es gut hinbekommen haben, dass junge Spieler, egal ob sie uns gehören oder auch nicht, sich gut entwickelt haben bei uns und gewisse Dinge erfüllt haben und trotzdem auch Jungs auf dem Feld haben, die Köpfe der Mannschaft sind und vielleicht schon ein gutes Alter haben. Ich hoffe, dass man mir jetzt noch folgen konnte. Ich glaube schon, aber Hans Feuerseher hat auch noch eine Frage. Apropos Tim Breithaupt, plant ihr mit dem oder ist er schon weg? Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, die goldene Mitte ist, glaube ich, die Wahrheit. Ich glaube, wir haben sehr wohl vernommen, dass es da natürlich ein großes und ein breites Interesse gibt für den Spieler, weil er sich einfach herausragend entwickelt hat, weil er ein super Alter hat. Also all das hat, was eigentlich darauf auch einbezahlt. Und trotzdem, und so läuft ja auch eine Kaderplanung, versuchen wir auf all diese Dinge vorbereitet zu sein, um dann zum einen vorbereitet dafür zu sein, wenn Tim uns verlassen sollte, nicht nur sportlich, sondern dann würde das natürlich auch sicherlich auch wirtschaftlich ein paar Möglichkeiten mehr geben, wenn ich dann zum Beispiel ganz vorne auf dem Spielfeld oder daran denken würde. Also deswegen hängen so ein paar Steine schon miteinander zusammen. Also Steine nicht in Geld gemeint, sondern so ein paar Dominosteine. Und dann Harald Lindner nochmal. Doch nochmal zum Schluss eine etwas ketzerische Frage. Sehr gerne. Wir haben ja darüber geredet, dass die Mannschaft neu strukturiert werden soll. Der Präsident hat Vorstellungen, welche Spieler kommen sollen. Da passt aber der Lars Stindl nicht mehr ins Beuteschema. Ne? Verstehe ich, ja. Aber ich versuche ja dann immer allen, so wie ich es angesprochen habe, transparent, offen und ehrlich zu erklären, dass wir versuchen, gewisse Wünsche des Clubs und gewisse Möglichkeiten auf dem Transfermarkt immer abzugleichen und versuchen, in alles einzubezahlen, was man sich wünscht. Nur manchmal bekommt man nicht alles immer, was man sich wünscht im Leben. Also das meine ich jetzt nicht beim Präsidenten, sondern meine ich allgemein. Ich habe ja auch schon mal Wünsche gehabt, wo dann sich zum Beispiel nicht haben realisieren lassen auf dem Transfermarkt. Genauso, ohne dass da überhaupt irgendjemand was dafür konnte, sondern es ging nicht. Und deswegen versuchen wir da total ehrlich intern auch umzugehen, haben einen super Austausch mit dem Beirat, die da total mitgenommen werden von uns und immer wieder auch Rückmeldungen bekommen und das Gremium beispielsweise auch total im Bilde ist über die Person Lars Stindl und wir da so einen vertrauensvollen Austausch haben, dass es dann schon auch so ist, dass ich mir wünsche, dass man sich dann intern äußert, wenn man irgendwelche andere Gedanken zu Spielern hat, weil nur so kommt man gemeinsam weiter und da habe ich allerdings nichts vernommen, sondern eher vielmehr die Chancen gesehen, die Lars bietet. Und jetzt haben wir doch das Schöne wieder, dass wir dann doch bei Lars gelandet sind am Ende des Tages. Das sollte ein gutes Omen sein für morgen Abend nach der letzten PK, wo wir dann eher eigentlich nur über Lars gesprochen haben. Schauen wir mal, wie Nils noch weitermacht, ob es in die gleiche Richtung geht. Ich habe gerade Spaß dran. Gibt es für dich, oder wo wäre denn deine rote Linie, wo du sagen würdest, also da würde ich nicht drüber gehen wollen und da würde ich auch Nein sagen, wenn es darum geht, jetzt in diese sportliche Entwicklung, die du gerade benannt hast, des Clubs einzubezahlen, also durch eben Transfererlöse oder was auch immer? Naja, immer dann, wenn es darum geht, dass das sportliche Ziel gefährdet ist, weil das ist so das, was ich mit Ehrlichkeit meine. Am Ende ist das alles Entscheidende, dass der KSC und die Fans und alle in diesem Stadion Minimum Zweitliga-Fußball haben. Und trotzdem ist es wichtig, dass man parallel diese Dinge mit einbezieht und das machen wir. Das machen wir in der Kaderplanung, das machen wir im Alltag, das haben wir auch versucht, wo es vielleicht noch nicht so im Zentrum stand, haben Spieler bei uns gespielt, die ein gewisses Alter hatten und eine gewisse Wertentwicklung in sich hatten. Aber entscheidend wird immer wieder sein, wie ist die sportliche Leistung.
Und so werden wir auch immer wieder aufstellen. Wenn Daniel Gordon der beste Innenverteidiger ist, wird der Trainer Daniel Gordon aufstellen, weil der Erfolg des KSC steht über allem. Und das ist ein alter Spruch, niemand ist größer als der Club. Und deswegen muss der Erfolg des Clubs das alles Zentrale sein. Und da müssen wir gucken, dass wir alle die Felder, die A uns vorgegeben haben und B aber auch der Fußball abfragt, dass wir die im Optimalfall gut bedienen. Das haben wir in den letzten Jahren gut hinbekommen. Transfererlöse, hätten wir haben können, ein-, zweimal in einem durchaus interessanten Rahmen. Und da haben wir aber gemeinschaftlich als Club alle entschieden, dass wir das nicht tun, weil wir den sportlichen Wert oder die sportliche Situation dadurch ein bisschen eher gefährlich angesehen hatten. Und entscheidend ist es, finde ich immer, dass man, wenn man Entscheidungen getroffen hat, dazu steht, egal ob sie dann im Nachgang als gut oder als vielleicht weniger gut angesehen worden waren. Weil mit sowas haben wir es doch alle im Leben jeden Tag zu tun. Egal im Privatleben oder hier mit den Jungs. Und wichtig ist nur, dass man am Ende dann sagt, okay, es gab bestimmte Gründe, warum man etwas getan oder nicht getan hat. Und so habe ich zumindest die Erfahrung bisher. Dadurch lässt sich es dann im Nachgang auch viel, viel besser miteinander umgehen. So, dann ist wohl die längste PK meiner Amtszeit beendet. Ein paar von euch sehen wir morgen in Darmstadt. Eiche euch eine gute Fahrt heute Nachmittag. Dankeschön. Und dann bis bald. Danke fürs Kommen. Ciao.